Das ist ein Roller und wenn ihr auf der Suche seid nach einem richtig stabilen Roller, dann hat Horwin jetzt einen neuen Roller im Programm. Die Frage, die ich mir stelle, wie heißt er denn? Das ist der Horwin GT Slider 2. GT Slider 2. Das alles ist ein bisschen anders wie das, was wir kennen. Er hat eine Federung mit eingebaut. Hier vorne hast du zwei Stahlfedern mit drin, mit einer richtigen Doppelgabelbrücke. Die ist auch nicht nur zur Show da, die hat auch eine Funktion, oder? Das ist was Ordentliches, ganz genau. Was wiegt der ungefähr? Der liegt bei 19 Kilo. 19 Kilo. Also ich kenne die nur die Leihroller, die es ja früher gab. Problem war bei den Leihrollern, du konntest oben das nicht abbiegen, das geht hier. Das heißt, du kannst sie in eine Parkposition machen und vorne mal den Lenker nach unten bewegen. Mach das mal bitte. Ja, ganz genau. Also das kann man ja ganz normal einknicken. Du kannst ihn als Griff verwenden dann anschließend? Den kannst du dann auch als Griff verwenden. So, 19 Kilo. Das heißt, also die kannst du auch reinmachen. Die Reichweite ist wahrscheinlich enorm. Das ist wahrscheinlich einer großen Batterie geschuldet, die drin ist. Genau, also wir haben eine Reichweite von 45 Kilometer. Da ist ein Akku drin von 10,3 Ampere. Bei wie viel Volt? 48? 48, ganz genau. So, ich guck mal gerade, hier vorne hast du einen Tacho mit drin. Da ist der Stand da, auch das kannst du gut ablesen. Wichtig war dir, glaube ich, das Ganze qualitativ auf höchstem Niveau. Preislich sind wir wahrscheinlich auch vierstellig im Moment, aber wir dürfen noch keinen Preis sagen, denn sie befindet sich gerade in der Zulassung. Das bedeutet, hier hinten, da ist das Kennzeichen, der Kennzeichenhalter ist schon draufgeschraubt. Im Moment aktuell hat sie keine Zulassung. Verkaufen könntest du sie schon ohne Zulassung. Könnte man die, wenn eine Zulassung kommt, nachliefern? Die kann man dann nachliefern, das ist richtig. Beziehungsweise man musste dann erstmal drosseln, weil wir haben... Software-Update. Genau, weil wir haben hier halt im Prinzip 25 km/h, was wir in Deutschland ja nicht fahren dürfen. Ich glaube, überall kannst du 25 fahren. Überall, selbst ein Fahrrad fahre ich schneller. Von daher, also wir warten jetzt auf den TÜV-Bericht und denke, das wird in den nächsten Wochen passieren. Von daher bin ich guter Dinge. Hast du die Zulassungsverordnung mal gelesen, was die alles da drin stehen haben, was das können muss, damit du überhaupt eine Zulassung kriegst? Das ist irgendwie, ich glaube, 20 Seiten lang, was alles angebaut sein muss. Ich glaube, zwei Bremsen müssen dran, es muss unglaublich viel dran. Dann gibt es auch irgendwelche Beschleunigungswerte, die gemessen werden. Also es ist unvorstellbar, wie die Vorschriften in Deutschland sind, oder? Ja, es ist unfassbar, das stimmt. Aber es ist auch der Vorteil, die Dinger werden halt sehr sicher. Die Deutschen bremsen auch richtig. Das Ding hat so viel Volumen und so viel Gewicht, dass du wirklich satt auf der Straße liegst. Wir sind ja jetzt in deinem Laden. Magst du mal eine kleine Runde drehen für mich? Ja. Dass wir das mal sehen. Wir haben ja mindestens 4 Meter haben wir ja, die du zurücklegen kannst. Leider. Wenn du gegen die Wand knallst, wird das Video auch schön. Also er fährt hier ordentlich an. Der hat einen 500 Watt Motor. 500? 500 Watt, genau. Ist das erlaubt, Dauerleistung in Deutschland? Ja, deswegen, da sind wir jetzt halt eben dran. Der TÜV, der wird das dann halt eben schon bestätigen. Deswegen, also es wird schon funktionieren. Ja, es gibt ja einmal Peakleistung und es gibt Dauerleistung. Ja. Da gibt es genaue Verordnungen in Deutschland, wie alles geregelt sein muss. Aber in Amerika kommt jetzt gerade übrigens eine Riesendiskussion auf. Es gibt immer mehr Unfälle mit getunten Rollern. Da ist ja quasi alles erlaubt oder vieles erlaubt in Amerika. Und selbst die kommen jetzt gerade zur Raison, dass nicht mehr alles überall erlaubt sein kann. Naja gut, aber Amerika ist es halt eben so, dass die nicht mit 25 fahren. Die fahren ja dann tatsächlich bis 100 km/h. Die fahren mit dem Skateboard mit 70. Ja, das ist es. Da sieht man ja wirklich schon Videos, dass die hier in Vollausstattung mit Helm und keine Ahnung, halt eben auf den Teilen rumfahren. Also es ist schon ein bisschen unverantwortlich. Leg ihn mal bitte zur Seite. Vorsichtig, dass wir mal gerade mal ein bisschen was filmen können. Das ist die Scheibenbremsanlage, die dran ist, die natürlich auch greift, wenn es ein bisschen regnet. Das ist der Vorteil. Dann hast du wahrscheinlich noch eine Motorbremse. Nee. Nein, die haben wir nicht. Wir haben vorne eine Trommelbremse. Trommelbremse. Also die ist hier mit dabei. Aber die Frontleistung ist eh, ich sag mal, so eine Geschichte. Die Trommelbremsen funktionieren ganz hervorragend, wenn sie gewartet werden. Ist da irgendwas zu warten eigentlich bei der? Nö. Also da haben wir nie Probleme gehabt bisher, ne? mit Trommelbremsen. Da haben wir ja auch Fahrzeuge im Rollerbereich mit Trommelbremsen. Und ich habe Kunden, die haben die Fahrzeuge schon ewig. Ja, kommen zu mir, haben noch nie eine Wartung gemacht von Bremsen, die Fahrzeuge schon 4 Jahre haben. Da schaue ich mir die Trommelbremsen an. Da ist nichts. Da ist nichts. Wir haben ja da keine große, hohe Geschwindigkeiten. Wir fahren ja wirklich in kleinen Geschwindigkeiten, deswegen. Hohe Qualität, das Ganze mit einer Federung mit drin. Ja, es gibt ja noch Fahrzeuge mit
einer Heckfederung sogar auch noch mit drin, habe ich gesehen. Zuletzt mit noch größeren Reifen, mit Offroad-Bereifung. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Hinten sind wir auch gefedert. Auch gefedert? Ja, ja, hinten genau. Gefedert. Der ist voll gefedert. Zeig mal bitte, wie das geht. Hinten. Ja gut, siehst du hier. Ah, der ist voll gefedert? Voll gefedert, ja. Das kam gar nicht so rüber gerade eben. Ja. So, das ist da. Ja, wenn man den haben möchte, was denkst du, wann die Zulassung kommt? Ich schätze, es kann noch ein paar Wochen dauern, also denke mal so Juli, August. Dieses Jahr. Das könnte realistisch 2022. Sein. Lampe ist mit drin. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Das ist schon mal ein kleiner Preview. Wir sehen uns ja spätestens im September nochmal wieder, nachdem ich zurück bin. Und dann werden wir mal berichten, wie es mit der Zulassung war. Das Ganze bei E-Moser. E-Moser, du bist in Homburg an der Saar. Ganz genau, gegenüber dem Homburger Hof. Der ist hier vorne, da ist es. Und ich kenne sogar schon seine Öffnungszeiten auswendig. Das ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Ich könnte schon fast hier anfangen, aber er will mich ja nicht haben. So, danke fürs Einschalten. Ein Servicebetrieb auch. Das heißt, hier wird auch repariert, gemacht, instand gesetzt. Was kann da mal drankommen an sowas? Reifenservice, das ist das meiste, was halt eben Reifen passiert. Reifen, genau. Also die Reifen nutzen sich auch ab? Die Reifen nutzen sich ab, dann kommt es auf die Fahrweise an, wie man halt eben fährt und dann hat man halt eben öfter mal zum Platten. Die Reifen übrigens sind ja sehr klein, deswegen drehen die auch sehr, sehr schnell. Also das kommt ja mit den. Hier haben wir 10 Zoll Reifen, also das geht. Ja. Wir haben ja in dem normalen Bereich 8 bis 8,5, beziehungsweise es fängt bei 6 Zoll an, bis 8,5 ist Standard und dann haben wir halt eben die 10 Zoll. Danke. Ja, Salvatore La Russa, E-Moser. Die Kappe macht es mir sehr einfach, die Werbung einzublenden in Homburg an der Saar. Tschüss.